Mick Schumacher, platzt sein Traum von der Formel 1 endgültig? Laut einem Gerücht soll der Sauber-Rennstall Valtteri Bottas bevorzugen. Doch Helmut Marko hätte eher zu Mick Schumacher geraten. Platzt Micks großer Traum jetzt endgültig? Seit Ende 2022 ist Mick Schumacher, 25, ohne festen Sitz in der Formel 1. Nach 2 Jahren bei Haas war er zuletzt für 2 Jahre Testpilot bei Mercedes, fährt unter anderem auch in der WEC für Alpine. Im Jahr 2025 scheint Micks Formel 1 Pechsträhne jedoch weiterzugehen. Wie die Bild-Zeitung zuletzt berichtete, hat sich der neue Sauber-Boss Mattia Binotto, 54, angeblich gegen ihn entschieden. Der 35-jährige Valtteri Bottas soll vor Mick den Vorzug bekommen. Sind Micks Chancen auf einen Platz in der Motorsport-Königsklasse damit endgültig gelaufen? Red Bull Motorsportchef hätte Mick Schumacher bevorzugt. Obwohl das zukünftige Audi-Team noch nicht offiziell bekannt gegeben hat, wer 2025 neben Nico Hülkenberg noch als Fahrer antreten wird, sorgt das Gerücht für Unverständnis im Formel-1-Kosmos. Der Red Bull Motorsportchef Dr. Helmut Marko, 81, hätte zum Beispiel die Entscheidung pro Mick Schumacher bevorzugt: "Ich denke, das Auto von Audi wird im nächsten Jahr sicherlich kein Siegerauto sein", sagte Marko gegenüber Sport.de. Aus diesem Grund hätte man mit einer Verpflichtung von Schumacher einen guten Vergleich mit Nico Hülkenberg aufstellen können. Der 81-Jährige argumentiert, dass Audi erst 2026 plane, richtig anzugreifen. Eine Chance für Mick Schumacher wäre daher risikofrei gewesen, sollte es von der Leistung her nicht stimmen, dann kann man immer noch bis 2026 auswechseln. Gerade da Valtteri Bottas in der aktuellen Saison keine starken Auftritte zeigte und bisher punktlos blieb, hätte Schumacher eine Chance verdient. Formel 1 Geschichte wäre für Mick Schumacher gelaufen. Sollte Mick diesen Startplatz nicht bekommen, sinken die Chancen, 2026 einen Sitz zu bekommen, quasi gegen Null. Das weiß auch Helmut Marko. Der Red Bull Motorsportchef zu Bild: "Ich glaube, wenn Schumacher diesen Sitz nicht bekommt, dann ist die Formel 1 Geschichte für ihn gelaufen." Dabei lief es für Mick zuletzt gar nicht schlecht. Vor 2 Wochen holte Schumacher in der WEC in Japan den 3. Platz. Laut Marko solle sich Schumacher auf die Langstreckenrennen konzentrieren, da er dort in der Vergangenheit sehr erfolgreich war.